Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute mit zum Cave-Konzert nach Dortmund und begebe mich jetzt auf den Weg zur Halle. Beziehungsweise werde ich mich vorher noch mit ein paar Freunden treffen, weil wir noch was essen gehen wollen. Und ja, ich würde sagen, bis später. Also, ich bin jetzt angekommen in Dortmund und werde jetzt erstmal was essen gehen, weil ich tierische Kopfschmerzen habe. Und ja, ich kann meine Leute natürlich nicht finden. Ich habe gerade keinen Plan, wo sie sind. Und ja, ich werde aber dann erstmal danach zur Halle gehen und dann mal gucken, was sich jetzt im Laufe der Stunden noch so ergibt. Ja, ich habe halt VIP und deshalb muss ich bis 10 Uhr oder so an der Halle sein. Aber das kriege ich, denke ich, mal zeitlich hin. Jo. Also ich war jetzt was essen und es geht mir jetzt ein bisschen besser. Obwohl ich immer noch Kopfschmerzen habe. Aber ja, auf jeden Fall, meine Freunde, also meine Leute, die mit mir eigentlich was essen gehen wollten, sind hier schon an der Halle. Das heißt, ich werde jetzt auch zur Halle gehen und mal schauen, wer da schon alles so ist. Und mein VIP-Einlass ist ja auch bald. Und von daher, ja, Hauptsache ich bin pünktlich und schaffe es dann rechtzeitig zum Einlass. Nicht so wie in Köln. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Abend und hoffe, dass es diesmal nicht so ganz so stressig wird. Aber ich denke nicht, weil jetzt wird es ein bisschen ruhiger, auch wenn ich wieder arbeiten musste, aber okay. Und ja, ich denke mal, ich werde mich beim VIP. Ja, lieber zu lange als zu kurz. Ja, genau, das ist, den Rest kann man wegschmeißen. Okay. Aber gleich dürfen wir nicht labern, sonst ist alles kaputt. Also, ich bin nicht kaputt. Hallo. Rap auf meinen 17 Kilometer, alles fühlt sich hier bequem an. So kam ich nur vom Weg ab und ich geh mir zu weit. Und ich lebe in diesem Haus da, wo mein Dad schon gelebt hat, seit ich denken kann. Will ich mehr, will ich weg, hab nur einen Plan. Bin auf Kurs und steh niemals still. Endlich! Die Nächte waren hell, wenn wir vor Liebe streiten. 1000 Warnsignale und keines davon hat's geschafft, dich abzuhalten. Und ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß nicht mehr, wer ich bin, yeah, wer ich bin. Gib mir dich und ich gebe dir nicht zurück, yeah. Zurück, ja. Ich pass da nicht rein. Falscher Ort, falsche Zeit. Plan ich nicht mehr rein. Ich bin nicht ich zu zweit. Nicht lange überlegen, glaub mir, das ist gut wird und alles ist okay.
okay. Google keine Route, denn das hier ist dein Weg. Denk nicht nach, ich geh all in. Jedes Mal, wenn ich Zweifel hab, bleib stark und zeig keine Angst. Hab die Karten in meiner Hand, ja, es fängt alles an. Ich geh all in. Es tut mir gut, wenn ich was bereu, weil ich was wär, nur noch größer träum. Hab die Karten in meiner Hand, ich hab's, dass ich was verpasst, deshalb hab ich wieder durchgemacht. Du machst mich todmüde, was ich grad fühle, es ändert sich fast jeden Tag. Weil ich nie so am Leben war, weil ich nie so am Leben war. Du hast mich so warm empfangen am Anfang, aber so bist du kalt zu mir. Hast mich mitgenommen durch die Clubs und Bars und danach wieder abserviert. Hass gegen Liebe, was ich grad fühle, es ändert sich fast jeden Tag. Weil ich nie so am Leben war, weil ich nie so am Leben war. Ich weiß nicht, was ich mach und ich stolper durch die Nacht. Auf deinen Straßen, auf deinen Straßen. Mir viel zu kalt und ich finde kein Halt. Auf deinen Straßen, auf deinen Straßen. Du gibst mir das Gefühl, besonders zu sein, doch ich weiß nicht, ob du es jedem sagst. Vielleicht will ich gar nicht wissen, was du von mir denkst und ich fühl mich von der Wirklichkeit. Ich hab's geahnt, ich hab mich gewarnt, doch ich bin ins tiefe Loch gefallen. Von diesen Erwartungen nicht verdrehen. Ich will meine Story selber schreiben. So weit, weit weg, so weit, weit weg. Es ist Widerruf, Widerruf, Widerruf. Und die Mädels singen. So weit, weit weg, so weit, weit weg, so weit, weit weg. Es ist Widerruf, Widerruf, Widerruf. Einmal. Mach dir den Mut ins Gepäck, jetzt und dein Leben. Schnell geht und ich will nicht, dass du selber.
mit Sicherheit hast du einen Meier. Mit Sicherheit hast du einen Freund jetzt. Ich hab es schon damals bereut, hey. Entscheide mal wieder von mir, nur noch eine mehr dazu kapieren, dass mich hier keiner so krass fasziniert, dass du mehr bist als der Iran-Han, ein Stern zwischen den Diamanten. Vielleicht rufe ich einfach mal an, aber ich weiß, dass du gehst halt nicht dran. Ach du Zeit, fällt mir ein, es tut mir leid. Hinzu, letzte Nacht wach ich auf und merkte, ich brauch dich, mach dich bei mir.
es nicht nach wie vor. Ich hab ein Schädchen für dich. Und was mir auf der Zunge liegt, ey, Lara, zerbrech dich. Und ich lass alles stehen, lass alles liegen, wenn es so einfach wär. Was soll ich sagen? Bitte stell keine Fragen, auch wenn es so einfach wär. Und doch wenn man schreit, ich an diesem Pony und streich, bei dem sich doch leider zeigte, dass wir nicht Bonnie und Clyde sind. Aber wie schreibt man ein Happy End mit keinerlei Verletzten drin? Die Scheiße raubt mir Nächte, bis ich peil, dass es das echt nicht gehört. Ich hab halt nicht den Mut, es dir zu sagen. Unsere Zukunft ist geplant, ich weiß, was du nur darauf wartest. Aber Staub, ich dreh mich nur im Kreis, wenn sich dir nichts ändert. Und ich verbleibe mit dem Telefon. Ist deine Nummer fern wie mein Notruf? Notruf, hands up! Und jetzt stehen wir hier, desinteressiert, so krass auseinander gelebt. Und es fuckt uns ab, weil wir wissen, dass es nie mehr neu wird. Ey, yeah, jede Story braucht den Anfang und das Ende. Doch wie es kommt, ist halt manchmal unverständlich. Doch irgendwann fängt es an, sich zu verändern. Und jeder Satz wird zum Kampf zwischen zwei Menschen. Wir waren das eingespielte Team und jeder wusste das. Nicht in der kleinsten Fantasie hätte ich Schluss gemacht. Du warst ein Teil von meinem Ziel, von meinem großen Plan. Hab nun das gleiche Ziel, seit das hier geboren war. Doch vielleicht reicht es nicht, vielleicht hätte es mehr gebraucht. Um dann irgendwann das Haus an Berg und Meer zu bauen. Ich hab dir mehr vertraut, du hast mich mehr geliebt. So hört das Märchen auf, wir waren zu sehr verschieden. Oh, oh, oh. Yeah.
das Konzert ist jetzt vorbei. Hier nebenan ist noch so eine komische Party und ja, es war eigentlich ganz voll, also voll geil. Die Bude war voll und ja, ich habe bis gerade noch eben auf Chris gewartet, aber der ist jetzt einfach gefahren. War auch leider heute nicht beim VIP, aber gut, kann man nichts machen, er war eben nur Gast. Ja, jetzt geht's für mich nach Hause und in ein paar Stunden geht's dann auch schon weiter nach Hannover. Ja, deshalb würde ich sagen, ich melde mich dann wieder morgen. Peace up. So Leute, ich melde mich jetzt hier aus Hannover und ja, bis jetzt habe ich halt noch eine kleine Lost Place Erkundung. Deshalb habe ich mich jetzt hier hingesetzt bei einem Supermarkt, der heute zu hat, weil ja heute Sonntag ist, und habe derzeit ein paar Videos bearbeitet, sprich ein Edit für meine Fanseite. Und ja, jetzt werde ich gleich nochmal gucken gehen, ob ich da noch ein paar Bilder kriege von dem Ort. Und ja, so, ich habe mich jetzt bereits wieder frisch gemacht, habe was gegessen, also ich bin wieder nach oben. Ja, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Schlaf, aber gut, ich werde das jetzt noch bis heute Abend durchziehen und ja, bin bereit. Ja, wie gesagt, mit dem Lost Place hat es ja noch geklappt und jetzt geht's zur Halle. Ich habe nämlich gleich Einlass, weil ich habe ja VIP, VIP, zum Glück. Und ja, und dann rocken wir heute nochmal Hannover hier und das Wetter ist einfach nur top. Ich hätte nicht gedacht, dass es so warm wird, ey. Erstmal gleich ausziehen. Boah. Jo, ich denke mal, wir sehen uns beim VIP. Oder beim Soundcheck. Gleich gibt es noch wieder Soundcheck. Peace up. Peace up. Cheer. Nein, Spaß. Ey, 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 yeah. Raus aus dem Traum. Ich hoffe, dass man nicht glaubt. Du bist am Ende die Frau für die Zukunft mit Kindern und Haus. Checke mein Handy. Aber mit Sicherheit hast du eine neue. Mit Sicherheit hast du einen Freund jetzt. Ich hab es schon damals bereut, ey. Er war zu viel nur gespielt. Falsche Entscheidungen wieder von mir. Nur um nach einem Jahr dann zu kapieren, dass mich die Kleine so krass fasziniert, dass du mehr bist als ein. Na, welcome back. Echt lange nicht mit dir. Wow, ich hab keine Ahnung, ob ich Fotos mache. Ich hab immer noch keine Ahnung, ob ich Fotos mache. Seid ihr bereit? Yes! Der macht einfach, ne? Der macht einfach. Ey, ich seh doch, was du mit mir tust. Ja, Mann, du tust mir nicht gut. Und egal, was ich grad versuch, du hängst an mir wie ein Fluch. Du bist wie ein Virus. Virus, weil du immer noch in mir wohnst. Thank you.
reason, and I'm looking at them through my Ray-Ban. I keep on saying, hey, it's gonna be.